Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Es gab ein ganz klitzekleines Aufnahmeproblem im Sinne von, ich habe nur schwarzen Bildschirm aufgenommen, aber keinen Sound. Daher ist die Aufnahme ziemlich im Arsch und ich werde jetzt einfach alles machen, was ich in der letzten Aufnahme gemacht habe. Dazu zählt der Chaos Emerald und die Schlüssel. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, wir holen uns den Chaos Emerald, beziehungsweise ich zeige euch, wie ich mir den Chaos Emerald geholt habe. Und zwar ist das eine Herausforderung gegen Shadow. Willst du mehr Sonic? Du lernst es wohl nie. Das Hauptlevel. Ich habe nicht lange gebraucht letztens. Ja, wir müssen vor Shadow diesen violetten Ball, also die violetten Energiekugeln, uns holen. Einfach Vollgas einmal, würde ich sagen. Und den hat Shadow. Naja, kann passieren. Wir können Shadow auch schwächen, indem wir eine Homing Attack auf ihn aufführen, wenn er vorbeikommen sollte. Aber das wird kein Problem. Wir haben unsere erste Energiekugel. Wir werden uns auch die nächste holen. Hoffentlich ohne Probleme. Komm, 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 Sonic. Wo ist sie denn? Oh, oh. Ah, vorne. Das ist gerade ziemlich blöd, wenn Shadow so weit vorne ist, aber wir holen ihn auf. Und wir haben die zweite. Power Up! Triple Shadow mit Meteoriten und verlangsame und schubse ihn in den Tod. Wir müssen diese Meteoriten einfach anstupsen. Das trifft dann Shadow. Und ja. Und dann müssen wir uns noch Shadow vornehmen. Und das war's auch schon. Die Herausforderung gegen Shadow haben wir jetzt wunderbar gemeistert mit einem S-Rang und einem Rekord. Sehr gut. Das wäre der Chaos Emerald gewesen. Und jetzt machen wir Herausforderungen. In Speed Highway, City Escape und ja, Seaside Hill. Sage ich einfach irgendeine Herausforderung. Driftübung. Machen wir gleich die hier. Werde ich einfach aus jeder Welt eine Herausforderung zeigen. Gut, wir müssen driften. Und möglichst viele Ringe sammeln. Ja, so nicht. Ich bin nicht der Beste, wenn es um Driften geht. Wie hier das sehen könnt, müssen gerade ziemlich konzentrieren. Ja, muss ja nicht unbedingt den Turbo nehmen, kann ja auch normal durch die Welt rennen, aber mit Turbo sieht einfach schöner aus. Weiß habe ich keine Ringe mehr, von daher rennen wir einfach durch die Welt. Ja genau, irgendwie so. So. Einfach durch die Welt rennen. Und das war's eigentlich auch schon. War es nicht so sonderlich schwer. Das wäre Schlüssel Nummer 1 gewesen. Ja. Schlüssel Nummer 2 schnappen wir uns in City Escape. Aber mit dem klassischen Sonic. Hier war Shadow.
Gut. Ja, keine Ahnung. Vielleicht diese hier mit dem Schild, würde ich sagen. Ich habe den Schlüssel noch nicht eingesammelt, da ich gerade zu diesem Zeitpunkt gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt. Ja. Zeige dem Skateboard können und erreiche das Ziel. Gut. Das heißt 2D Sonic. Also Klassik Sonic Skateboarden. Aber man muss wirklich sagen, die Musik in City Escape ist einfach wunderbar. Wuhu. Ja. Ich glaube, das ist einfach stupides nach rechts drücken. Ich glaube, das könnte ziemlich hinkommen. Nein, ich habe kein Skateboard mehr. Jetzt wieder. Und Speed aufnehmen. Ja. Na, das war's mit meinem Skateboard. Hier gibt's das nächste und es geht weiter. Juhu. Und hier rauf. Und den Turbo durch den Looping. Ja, es dauert nicht mehr lange, dann kommt Sonic the Hedgehog Episode 4. Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. So. Raus. Das wird ein extrem tolles Spiel, soweit ich weiß. Hallo, muss ich rauf? Ja. Probieren wir es so. Ja. So funktioniert das Ganze ja ziemlich gut. Oh oh. Ich könnte ein Skateboard brauchen. Ich bin im Ziel, aber ohne Skateboard. Ja, das reicht anscheinend. Rang A. Perfekt. Der Schlüssel. Und jetzt gehen wir eine Herausforderung in Seaside Hill an. Hier habe ich noch gar keine. Von daher, was haben wir denn hier? Rette die Tiere, öffne Kapseln und rette die nötige Anzahl an Tiere. Nein. Doppelgängerrennen, nein. Das habe ich nicht gerade Lust, aber mal sehen, wie wir da rüberkommen jetzt. Ich denke mal über City Escape. Ja, sieht gut aus. Das hier? Nein, nicht mehr das hier. Unterwasser-Herausforderung. Nein. Wie sieht es bei modernen Sonic aus? Nein. Was ist denn hier? Inseltricks. Führe mit dem Regenbogen genügend Tricks aus und ja. Das hört sich mal lustig an. Von daher, warum nicht? Ja. Ich muss das Ziel erreichen. Von daher, wo geht's denn weiter? Nein. Hier. Einfach mal hier durch Seaside Hill rushen. Ringe? Nö. Oh. Jetzt laufen wir auf der Autostrecke. Machen Tricks. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Und daher. Hier rauf mit den Tricks und hier. Perfekt. Perfekt. Das funktioniert ja wie am Schnürchen. Nein. Oh oh. Nicht den Pixel-Tod sterben, Sonic. Gut, dann hier durch. Und hier nach oben. Sehr gut.
einfach mal hier durch. Nein, 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 das ist die falsche Richtung. Und hier runter. Und ja, das sieht doch mal gut aus, würde ich sagen. Ach, ich wusste es, wenn ich das Gamepad anschließe, dann passiert wieder so etwas. Aber okay. Nein. Ich werde jetzt einfach dann nächstes Part wieder ohne Gamepad spielen. Gut, weil das Gamepad irgendwas hat es. Aber nur in Sonic. Das ist das Interessante. Wenn ich Banjo-Kazooie spiele, dann ist eigentlich nie etwas damit. Okay, dann hat einfach mein linker Knopf etwas. Könnte nicht das Problem sein. Wir holen uns jetzt einfach den Schlüssel ab. Also eigentlich sollten wir uns den Schlüssel holen können. Oder? Oder haben wir es nicht geschafft? Sieht so aus, als hätten wir es nicht geschafft. Oder? Nein? Wir haben es wirklich nicht geschafft. Dann versuchen wir halt diese Herausforderung noch. Nein. Diese hier. Komisch. Na gut. Ich habe nämlich gar nicht auf die Zeit geachtet. Heißt so viel wie, wir müssen schnell hier durch. Gut. Sollte aber kein Problem sein. Unser Sonic ist ja schnell. Nein! Mann! Hallo? Genau. So, so, so. Ich wollte gerade Homing Attack machen, aber das geht mit dem klassischen Sonic natürlich nicht so wirklich. Aber kein Problem. Hier hoch. Ringe. Sehr gut. Muss ich das in einen gewissen Rang schaffen? Ich glaube. Naja. Warum auch nicht? Zumindest A, glaube ich. Oder S. Ich habe keine Ahnung. Ich wundere es einfach, dass ich den Schlüssel nicht bekommen habe. Bin nur gespannt, warum, wenn ich mir die Aufzeichnung ansehe. Nein! Das ist fies. Und das Ziel. Ich hoffe, das haben wir es geschafft. Ich denke schon. Im Rang S sollten wir es eigentlich geschafft haben. Ja. Alle Boss-Dinge gesammelt. Alle Boss-Schlüssel gesammelt, um die Boss-Tür aufzumachen. Perfekt. Dann öffnen wir die Türe. Was wird uns jetzt hier erwarten? Welches Ungetüm? Das sehen wir im nächsten Part von Sonic Generation. Bis dann.